Die spanische Elf bereitet sich im Wembley-Stadion auf ihr Nations League-Spiel gegen England vor. Es ist das internationale Debüt von Luis Enrique, der nach einer enttäuschenden Weltmeisterschaft zum neuen spanischen Trainer ernannt wurde. Über die spanische Taktik sagt er: Wir spielen Angriffsfußball, wollen den Ball halten, viel Druck machen, das Spiel dominieren und Räume öffnen. Und dann sehen wir, wie es läuft. England tritt gegen ein spanisches Team an, das in letzter Zeit nicht glücklich war. Die letzten Spiele allesamt verloren und dazu der Ausfall einiger Stammspieler. Die Mannschaft muss sich sortieren. Die Briten, selbst nicht erfolgsverwöhnt in letzter Zeit, müssen also mit einem neu aufgestellten Gegner rechnen. Es gibt große Erwartungen an das spanische Team und der neue Trainer wird seine eigenen Ideen umsetzen wollen. Die letzte Begegnung vor 2 Jahren endete mit einem 2:2, das sich die Spanier aus einem 0:0 hart erkämpfen mussten. Für die britische Nationalelf ist es ebenfalls der erste Auftritt nach dem 4. Platz bei den Weltmeisterschaften.